Ja, willkommen zurück. Willkommen zu einem neuen Video. Wir schmeißen uns jetzt an den dritten Part zu diesem wunderschönen blauen Porsche 996 Turbo. Der ist außen, ist soweit fertig, ist komplett clean, Scheiben außen geputzt, der Lack erstrahlt wieder in neuem Glanz. Ihr habt es im Video davor gesehen. Jetzt schmeißen wir uns an den Innenraum, Lederreparatur und alles, was dazugehört. Viel Spaß mit diesem Video. Ja, wir haben mit dem Leder schon einmal angefangen. Das hatte ich im Video davor schon mal gezeigt. Ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt quasi zum Start des Videos nochmal an. Dann zeige ich euch, mit was ich jetzt vorhabe, aktuell an den Innenraum ranzugehen und wie wir mit dem Leder weiter verfahren. Also das ist ledermäßig jetzt aktuell Stand der Dinge. Gespachtelt, geschliffen. Sieht ein bisschen wüst aus, ich weiß, aber keine Sorge, das wird wieder richtig schick. Also wir haben die komplette Fläche jetzt schön geschliffen, schön gespachtelt. Die ganzen Risse und alles hier sieht man hier schön aufgefüllt werden. Also die Fläche fühlt sich auch wieder sehr schön glatt an. Genauso eben wie hier. Diese Falten wird man nicht komplett wegbekommen, aber wir können sie zumindest mindern. Wir werden jetzt den Sitz an den Flächen hier abkleben. Also einmal hier, weil wir im Prinzip nur wirklich auf diesen Bereich hier jetzt neu aufarbeiten. Und dann, wie gesagt, geschliffen ist er. Jetzt werden wir die Farbe einstellen. Die Farbe werden wir idealerweise auf diese Fläche hier oben einstellen. Das sollte insgesamt am besten passen, beziehungsweise vielleicht auch auf diese Fläche hier. Und dann wird per Hand getupft. Sprich, wir werden nicht lackieren, das wäre jetzt mit dem Overlay im Auto wäre das zu krass, sondern wir werden die Fläche hier mit drei Schichten Repair, also auftupfen, dann drei Schichten Topcoat in Semi-Matt und dann denke ich, sieht das wieder vernünftig aus. Das macht meine Frau, die ist hier drüben auch schon, wie ihr seht, am Werkeln. Ich werde mich schon mal an die Innenraumreinigung ranschmeißen, sprich Lederlenkrad sauber machen, hier die kompletten Armaturen sauber machen, Türpappen sauber machen. Und. Ich habe mir jetzt auch schon ein bisschen Mittel der Wahl zurechtgestellt. Ich habe mir hier vom, shake's mal kurz auf, Nanolex Interieur Cleaner Concentrate eine Mischung schon zurecht gemacht. Ich gehe jetzt erstmal mit dem ran, bevor ich mit was Stärkerem rangehe. Wenn der scheitern sollte, nehme ich den Sonax Multistar. Ich gehe davon aus, dass das schon ideal reicht. Ja, zur Not noch wäre der Soft Star noch da. Und dann wird es wahrscheinlich werden, weil ich eine matte Optik haben möchte im Fahrzeug, das Sonax Cockpit in Plastic Care. Genau, und dann denke ich, sollte das wirklich gut aussehen. Wenn ich jetzt noch eine krassere Verschmutzung haben sollte, was auch sehr, sehr gut funktioniert, ist das Plastic Cleaner von Sonax, also der ist auch noch top, ist von der Anwendung immer ein bisschen anders da, der kommt direkt ins Tuch und wird dann quasi aufgerieben. Ja, dann Scheibenreinigung, Kunststoffpflege, wie gesagt, und wir werden uns auf jeden Fall auch an die Geschichten hier ranschmeißen, sprich die Velure sauber machen, auch den Teppich innen sauber machen, also aussaugen, komplett Teppiche schamponieren und reinigen. Ja, also es kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was dazu. Und wenn wir eh schon dabei sind, werden wir auch gleich die Geschichte hier am Schaltknauf, der ist hier scheinbar kaputt gerieben, so ein bisschen mit Farbe auch wieder richten. Genauso, und ihr seht es wahrscheinlich auch genauso hier. Also innen auf jeden Fall, denke ich, eine intensivere Nummer. Wird ein schönes Projekt, bleibt im Ball und los geht's.
Zwischenstand, Porsche 996. Wir sind jetzt gerade am Leder dran, da kann ich euch jetzt mal, wollte ich euch mittendrin jetzt mal kurz zeigen, wie Stand der Dinge ist, weil es doch eine ganz spannende Aufgabe jetzt war. Also ich habe jetzt so irgendein Porsche Blau, weiß jetzt nicht genau, wie es heißt. Das sind die Komponenten, die aktuell drin sind. Hier sind wir auch wirklich gut dabei. Also wir hatten die Farbe innerhalb von ungefähr einer Stunde schon so direkt nach dem dritten Versuch drin gehabt. So sieht das hier aus. Wie gesagt, hier haben wir die Farbe jetzt noch im Rohzustand. Die Farbe wird getupft, sprich wir werden hier nicht lackieren. Und so sieht das jetzt aus. Die Farbe sieht natürlich jetzt hier in dem Video noch ein bisschen anders da aus, weil logisch ist natürlich noch feucht und im feuchten Zustand wirkt die Farbe auch anders da. Wir lassen die Farbe jetzt trocknen. Ich meine, hier sieht man das schon sehr gut, ne? Hier ist es schon einigermaßen trocken und wir haben hier kaum noch Abweichungen zu hier. Er sieht jetzt noch nach einem leichten Unterschied aus, weil die Farbe hier matt ist im Vergleich zu einer semi-glänzenden Geschichte hier. Ne? Jo, also man sieht, wir haben die Farbe gut getroffen. Das war der erste Versuch, das ist der zweite Versuch. Und hier, das ist der dritte Versuch, auch sieht man deswegen noch so ein bisschen, weil das noch matt ist. Und wir kommen, die machen ja noch eine quasi einen semi-glänzenden Schlusslack drauf. Dementsprechend wird das hier noch. Also die Optik passen wir dem Ganzen hier noch an. Und dann sieht das wieder richtig schick aus. Also ihr könnt es schon selber sehen. Ne? Ist jetzt schon kein Vergleich jetzt schon mehr zu vorher. Und wir sind noch nicht fertig. Also da kommen noch im Prinzip eine Farbschicht kommt hier noch drauf. Und
dann noch mindestens zweimal Schlusslack, dann sieht das hier wirklich gut aus. Die Stelle hier bessern wir auch noch so sukzessive mit aus, sieht aber auch schon besser aus wie vorher. Dann haben wir noch diese kleine Macke hier, aber da ist auch schon so ein bisschen Farbe schon mal drauf, sieht gut aus. Die Beifahrerseite habe ich jetzt auch schon mal angefangen, ist so halt schon mal sauber, ist gut sauber geworden. Ist auch so ein kleiner Hunde-Porsche, waren Fußraum und im Beifahrerraum waren Hundehaare. Hier muss ich sagen, Bimsstein, eine Minute Action, war der komplette Innenraum oder zumindest schon mal die Beifahrerseite komplett hundehaarfrei. Konnte man sie ganz entspannt absaugen, ging super schnell. Ja, ich habe die Tür und alles jetzt schon mal gemacht. Interieur Cleaner Concentrate reicht hier vollkommen aus. Sieht man auch hier, also das Armaturenbrett habe ich jetzt auch schon gemacht. Ist wieder richtig schön sauber. Auch die Kunststoffgeschichten hier und eben hier sieht wieder richtig schön gepflegt aus. Ja, also da muss ich sagen, geiles Produkt, mag ich persönlich gerne. Für einen wirklich pH-neutralen Reiniger, super. Na, auch hier die Lüftungsgeschichten, einwandfrei sauber. Müssen wir nur noch Kunststoffpflege nachher drauf machen und dann sieht er wieder wirklich gut aus. Nehmen wir auf jeden Fall noch so ein bisschen mit jetzt bei dem Porsche. Denke aber, dass der innen speziell Leder guckt, zeige ich euch auf jeden Fall noch, wenn wir soweit fertig sind. Ihr seht es selber, das macht sogar meine Frau. Also die ist gut eingearbeitet in das Thema Leder, Lederreparatur. Ich denke, das sieht, oder ich denke, in der Kamera sieht man das, wird richtig geil. Freue mich schon drauf, wenn das Auto fertig ist. Ich glaube, wird ein richtig schöner Vorher-Nachher-Effekt. Und ich glaube, das ist auch eine coole Videoreihe geworden. Also, wir machen jetzt erstmal weiter. Wir machen das Leder fertig, dann mache ich den Innenraum hier noch schick und dann wird es richtig gut. Also, weiter geht's. Meine Lieben, Projekt Porsche 996 Turbo ist beendet. Leder, Innenraum, es ist alles komplett gemacht und Leder ist richtig gut geworden. Es war eine sehr schwierige Farbe, also allein die Farbeinstellung plus semi-glänzendes Topcoat hat so eine Zeit gedauert, aber ich glaube, es hat sich wirklich gelohnt. Wir gucken uns das Leder jetzt aber nochmal in aller Ruhe an. Ich glaube, war eine schöne Aufbereitung, war ein schönes Paket, es sind ein paar schöne Videos entstanden. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Viel Spaß mit dem Leder, würde ich sagen. So, da sind wir. Wie gesagt, ihr habt es vorher gesehen. Diese Wange sowie diese Wange hier war ja komplett hinüber. Und ich würde sagen, das Spachteln hat sich komplett gelohnt. Genauso wie Schleifen und Lackieren. Was passiert jetzt? Wir lassen das Leder jetzt übers Wochenende ausreagieren, sprich die Zurichtung. Und dann wird das nochmal ganz, 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 ganz fein eingeschliffen mit einem Tau 12.000 Papier. Also wirklich nochmal ganz fein drüber, dass sich das Leder sehr geschmeidig anfühlt. Und dann kommt eine Pflege drauf. Also dann werden wir das Leder versiegeln mit Griffadditiven, Conditioner drauf und genau, dann sieht das Leder schicki aus. Also wie ihr seht es selber, wir haben die Farbe extrem gut getroffen.
Es sieht hier, man muss hier so ein bisschen gucken. Also das ist ja der gereinigte Teil, da sieht man auch sehr gut. Und am Montag werden wir quasi das Leder hier noch reinigen, komplett. Und dann passt das. Ne? Also man sieht es auch hier wirklich extrem gut. Ne? Farbe passt 100%, genauso eben wie hier dieser Übergang. Noch nicht gereinigt und hier eben der gereinigte Part, genauso wie eben hier, wenn man guckt, passt wirklich extrem gut. Auch hier ansonsten das komplette Interieur gereinigt, Lederlenkrad schon mal gereinigt, gepflegt, Beifahrersitz gereinigt und gepflegt und auch hier die kompletten Armaturen, also sprich die Geschichte hier, Scheiben gereinigt und. Also ihr seht das Ding selber, kann sich wieder sehen lassen, wir haben die ganzen Hundehaare beseitigt, was noch ein paar drin waren und ja, insgesamt würde ich sagen, echt schicki. Das Einzige, was ich Motor da machen muss, die hier will ich noch schnell aufarbeiten. Das habe ich jetzt nur nicht gemacht, weil ich nicht wollte, dass irgendwelche Politurspritzer jetzt hier ans Leder kommen. Das war mir jetzt ein bisschen zu heiß. Aber das hier wird dann auch noch gemacht und dann sieht das hier auch auf jeden Fall gut aus. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall eine schöne dreiteilige Videoreihe entstanden. Ich hoffe wirklich, ihr hattet mit der kleinen Mini-Videoreihe Spaß. Also ich auf jeden Fall. Es war ein schönes Projekt. Und wenn man sich dieses Blau jetzt hier mal anguckt, würde ich sagen, knallt richtig. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Checkt mal unten den Online-Shop. Vielleicht gibt es da was, das euch gefällt. Ich habe alle Produkte in der Videobeschreibung unten verlinkt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Aber ich würde sagen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben für meine Frau da, die, glaube ich, das Leder extrem gut repariert hat. Also, macht's gut. Ciao.